Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing bei uns heute. Diesmal ja mit Post von Warner und NetherRealm Studios. Und zwar ist es diese wunderschöne Mortal Kombat 11 Collector's Edition. Collector's schön mit K, passend zum Spieletitel. Und ja, die werde ich heute mal für euch auspacken und schauen, was in diesem riesigen Paket denn alles so drin ist. Und fangen wir natürlich oben an. Das Ganze mal von der Verpackung zu befreien. Das hier ist jetzt die PS4-Version. Wie man an dem einen oder anderen Aufdruck schon erkannt hat. Aber Mortal Kombat 11, wie der eine oder andere es schon gehört hat, natürlich für alle Plattformen verfügbar, also für PC, PS4, Xbox One. Seit dem 23. April ist es schon draußen. Und im Mai folgt dann auch noch die Switch-Version. Das heißt, dass sich da auch Nintendo-Besitzer schön über einen Prügeltitel freuen dürfen. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass ich mich hier freuen darf, das erstmal auszupacken. Hoffentlich. So. Es will nicht. Ah ja. Da haben wir diese formschöne Box. Wir sehen schon vorne drauf ein kleines Foreshadowing, was uns da später gleich drin erwartet. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. So. Es ist auf jeden Fall schon mal jede Menge Verpackungskram. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Wichtigsten an. Und zwar dem ersten Stück. Natürlich das Spiel Mortal Kombat 11 in der Premium-Edition. Im Vergleich zur Standard-Edition sind da noch ein paar zusätzliche Goodies mit drin. Unter anderem das Combat Pack. Das enthält dann nochmal 6 weitere spielbare Charaktere, die ihr dann auch noch eine Woche vor dem Rest der anderen Spieler schon ausprobieren dürft. Also ihr habt da quasi Early Access-Rechte, wenn ihr euch die Premium-Edition holt. Darüber hinaus gibt es noch 7 weitere Charakterskins, jede Menge anderen lustigen Kram, unter anderem auch noch das Shao Kahn DLC, das euch die Möglichkeit gibt, eben Shao Kahn, also den bekannten Antagonisten, den Bad Guy der Spieleserie, eben auch selbst spielen zu dürfen. Ja, legen wir mal hier hin. Passend dazu gibt es nicht nur das Spiel, sondern eben auch das dazugehörige Steelbook mit dem passenden Mortal Kombat Logo auf der Vorder- oder Rückseite, ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist die Vorderseite, es ergäbe auch mehr Sinn. Außerdem gibt es auf der Innenseite nochmal das Logo, diesen orientalischen, asiatischen Drachen. Der ist aber nicht nur zum schön Anschauen, sondern den kann man auch noch rausnehmen. Ich versuche das jetzt mal. Moment. So. Zack. Ist Metall, also auch ein bisschen schwerer, auf jeden Fall hochwertiger gemacht. Was es genau jetzt ist, würde ich, es hat sowas in Richtung Stahl, würde ich sagen. Und auf der Rückseite sieht man dann, haben wir 2 Magnete. Das heißt, dass man sich dieses Logo auch schön irgendwo hinpacken kann, zum Beispiel an die Vorderseite des Kühlschranks oder wo man eben sonst noch so Magnete aufbewahrt. Packen wir mal wieder rein. Zusätzlich haben wir hier noch einen kleinen Bonuscode, den wir natürlich nicht in die Kamera halten. Da gibt es dann nochmal zusätzliche Gold Demon Skins, also nochmal hübsche Aufmachungen, etwas Accessoires, Vanity-Items für die Charaktere, die ihr in Mortal Kombat dann spielen könnt. Und dann kommen wir natürlich jetzt zur Hauptattraktion. Die wahrscheinlich sehr laut wird jetzt auszupacken.
die will nicht. Super. Also am besten ein bisschen Geduld mitbringen. Seite. Und versuchen uns jetzt mal daran, klug gemacht, natürlich kein Cuttermesser bereitgelegt, aber es sollte auch so funktionieren. Sesam, öffne dich. Man sieht, es ist sehr viel Plastik. Aber es ist auch wichtig, dass hier alles ordentlich eingepackt ist, denn das gute Stück, das wir jetzt hier haben, will man natürlich nicht, dass es kaputt geht. Und zwar, diesmal schauen, dass ich das richtig hinpacke. Sollte eigentlich so rum. Eigentlich. Das will nicht. Jetzt aber. Und zwar ist das die Hauptattraktion der Collector's Edition von Mortal Kombat 11. Und zwar ist es eine 1:1 Nachbildung der Scorpion-Maske. Scorpion, wie die meisten Leute, die zumindest das Franchise schon etwas länger kennen, wissen, ist einer der bekanntesten und auch beliebtesten Charaktere, die es eben gibt. Seit dem Original dabei, also seit der Arcade-Version, die es, ich glaube, 1992 dann in den Spielhallen zu spielen gab. Und tatsächlich seitdem jedes Mal in jedem einzelnen Ableger auch ein spielbarer Charakter. Und hier in der Collector's Edition eben mit dieser Büste, würde ich sagen, eben auch verewigt. Die ist jetzt aus Hartplastik, also zumindest dieser Mantel, diese Kapuze außen, und befindet sich auch auf einem Plastikständer. Die Maske selbst ist wohl leider auch Plastik. Also ich hatte tatsächlich erwartet, dass das ein bisschen hochwertiger ist, auch an Betracht des Preises. Den habe ich noch nicht erwähnt, aber man kann die Edition nach wie vor kaufen, zum Beispiel über GameStop oder über Amazon. Und da bewegt man sich schon im Rahmen um die 300, 320 Euro. Also es ist schon ein stolzer Preis. Und da hatte ich tatsächlich gedacht, dass man hier wenigstens eine Metall-, eine Stahlmaske bekommt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also dieses Schmuckstück hier, ich glaube, es ist jetzt um die 30 cm breit, 10 cm hoch, ist tatsächlich, ja, leider nur aus Plastik. Sie ist auch fest hier drin verankert, also man kann sie auch nicht rausnehmen und dann zum Beispiel selbst tragen, was ja auch eine nette Idee gewesen wäre, wenn es die schon in 1:1 in lebensgroß gibt. Allerdings leider nicht der Fall. Schade. Das Einzige, was man noch dazu bekommt, immerhin so als kleines Extra, das habe ich jetzt hier noch vergessen, ist eine Art Zertifikat, da, wo eben draufsteht, dass einem nachgewiesen wird, dass es eben eine Original
Figur ist, für die man auch Geld bezahlt hat, keine billige Nachbildung. Und man sieht jetzt hier vorne auch drauf, es ist wohl Nummer 19.331 von insgesamt 20.000. Also die Collector's Edition von Mortal Kombat 11 ist eben auch limitiert. Auch 20.000 Stück. Nach wie vor erhältlich. Für alle Leute, die sich davon nicht haben abschrecken lassen, von dem Preis. Nach wie vor eben, ja, im Shop kaufbar. Für alle Leute, die sich sagen, das ist vielleicht nicht ganz meine Preisklasse. Wie gesagt, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, sich die Standardversion zu bestellen. Die ist seit dem 23. April im Handel für PC, PS4, Xbox One. Und im Mai am 10. folgt dann auch die Switch-Version. Das heißt, ihr könnt euch dann ja mit Scorpion, Sub-Zero und all den anderen bekannten Charakteren schön um die Wette prügeln, ohne diese Büste im Regal. Aber ich glaube, das ist dann auch kein allzu großer Wermutstropfen. Und wenn euch das Video, das Unboxing gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Abo und ein Like da lasst. Dann verpasst ihr auch nicht unser Review-Video zu Mortal Kombat 11, das in den kommenden Tagen auf jeden Fall noch folgen sollte. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.